Der ARD-Radio-Tatort. Standard fleißig, Grafgassen. Was gibt's? Schlägerei im Hüfgarten vom Bruckbräu muss ziemlich heftig hergehen, schickt's euch. Werden die Leute nicht gescheiter. In Bruck am Inn? Ja, danke. Keine Ursache. Ende. Schenja von Robert Hültner. Nächster Punkt. 200-jähriges Jubiläum der königlich privilegierten Schützengilde. Für uns dabei relevant, Samstag Einmarsch der Schützen, Musikkapellen und Vereine, sowie Sonntag Standkonzert auf dem Stadtplatz. Nachdem die Center noch bis Mitte nächster Woche ausfällt, heißt es bei unserer momentanen Personalsituation, dass ich Erkrankmeldung für die Tage bloß dann akzeptiere, wenn mir derjenige seinen Totschein persönlich vorlegt. Richtig. Was ist, Ferdl? Moment, Kollegen, ich sehe gerade, dass ein Funk reinkommt, gleich. Also vorgehen wie üblich. Presseerklärung über Verkehrsbehinderungen und Umleitungen geht heute noch aus. Die Sperrgitter werden vor Ort deponiert. Aufstellung der entsprechenden Parkverbotsschilder etc. spätestens am Donnerstag. Am Samstag ab 9 bleibt je eine Streifenbesatzung an den Ableitungen Kirchplatz und Südtor und koordiniert etwaige Abschleppaktionen. Entschuldige, Oswald. Kollegen, ein Einsatz. Ein schwerer Arbeitsunfall in Weilham draußen, am Lohnerhof. Ihr wisst ja, wo das ist, Rodi, oder? Ja. Rettung ist unterwegs? Fürchte, ist nicht mehr nötig. Jetzt fahrt's. Allnächt. Tja. Grüß Sie. Hohentanner, Hausarzt. Gut, was ist passiert? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Ich habe die Frau in dieser Lage vorgefunden. Der Tod muss vor nicht mehr als einer halben Stunde eingetreten sein. An was ist die Frau gestorben? Bin ich erst einmal ratlos. Herzinfarkt ist möglich, wäre aber bei einer Frau von Mitte 30 doch ziemlich ungewöhnlich. Eine relevante Vorerkrankung schließe ich aus. Ich habe die Frau noch vor kurzem wegen einer harmlosen Geschichte in Behandlung gehabt. Sagst du der Kripo Bescheid? Ja, freilich. Naja. Jammert hat's schon hier und da. Das ist übrigens die Frau Lona, die Altbäuerin hier. Die Tote ist ihre Schwiegertochter. Gut, wir bräuchten dann den Namen. Lona. Schenja. Schenja, wie man spricht. Mit J ist kein Hiesige nicht gewesen. Sind unterwegs, Viertelstunde. Wenn Sie mich jetzt bitte entschuldigen könnten, ich muss nur einen Blick auf den Herrn Lona werfen. Den Ehemann der Verstorbenen, der ist bettlägerig. Unser Beileid nochmal, gell? Danke euch. Könnten Sie uns dabei schon mal was zu dem Hergang von dem Unfall sagen? Die Stahlarbeit ist Sache von der Schenja gewesen. Hat sich da nichts mehr dreireden lassen. Und aufdringen muss ich mich nicht. Aber Sie haben es gefunden. Wenn die Kirche gemolken werden, ist normalerweise eine Ruhe im Stall. Aber dann habe ich gehört, dass die Kirche zum Schreien angefangen haben. Aber ich mir denke, dass sich die Schenja wieder ungeschickt angestellt hat und wollte nach dem Rechten schauen. Gut. Frau Lona, ich muss jetzt bitten, dass wir aus dem Stall rausgehen. Kommen's. Was ist denn passiert, Mama? Der Doktor hat nichts mehr tun können. Sieh's. Das Herz. Geht's auf Zeiten? Da darf jetzt keiner rein. Wir müssen auf die Spurensicherung warten. Dürften wir mal fragen, was sie da herführt? Das ist mein Bub. Mein zweiter, der Bernie. Tut's nicht so, ihr kennt's mich da. Und der Gottfried? Wer hat das denn genommen? Kannst du ja denken. Das war der Russ. Der wer? Der Russ. Der hätte mich schon neulich halb erschlagen. Naja, angefangen haben ja wohl Sie. Was soll der damit da gehabt haben? Weil die zwei was miteinander gehabt haben. Aber das hat mir ja keiner glauben wollen. Mama, sei mir nicht böse. Ich muss kurz weiter, geschäftlich. Ich komm nachher und steh dir und am Gottfried bei, gell? Ist recht. So kommen sie. Genau so. Der Sauhund, der. Ist denn um die Tatzeit jemand auf dem Hof gewesen, der nicht hergehört? Hab Arbeit in der Küche gehabt. Da schau ich nicht einmal aus dem Fenster. Ah, Tidi. Zeit ist worden. Sag einmal, zu was soll man eigentlich in die Genossenschaft ein? Kann nicht Hexenlohnerin.
Rudi, ist wahr. Sag nein. Wie hat denn das passieren können? Es schaut nach einem Herzinfarkt aus. Die liebe Frau. Habt ihr noch nicht gemolken, Lohnerin? Darf man ja nicht rein, sagt er. Rudi, die Kühe, die müssen gemolken werden. Du hörst es doch. Das geht noch nicht. Wir müssen auf die Kripo warten. Auf Kripo? Also, Kollegen, der Stand ist... Tja, wie ist er? Mehr wie ein paar Anzeichen, dass die Frauen am Stromschlag gestorben sein können, haben wir erst einmal nicht. Oder was meint die Spurensicherung? Sagen wir mal so, die Auffindesituation spricht dafür. Die Frau ist vor dem Sicherungskasten gelegen, der die Make-Maschine absichert. Die Abdeckung von der Fehlstromsicherung war entfernt, die Kabel sind teilweise freigelegen. Da, wenn du drankommst, gute Nacht. Auf seiner Leitung sind 400 Volt Kraftstrom. Möchte euch zwar nicht vorgreifen, aber es schaut ganz danach aus, als hätte die Frau versucht, die Sicherung zu überbrücken. Zu was das? Können wir noch nicht sagen. Aber hantieren an der Elektrik und vergessen, die Sicherung rauszuschrauben, ist natürlich ein Klassiker. Genauso beliebt, derjenige dreht die Sicherung zwar raus, aber ein freundlicher Zeitgenosse, der nicht weiß, dass in einem anderen Raum am Strom bastelt wird, dreht sie wieder rein und wusch. Damit wären wir bei der ersten Variante, beim Betriebsunfall aufgrund unsachgemäß ausgeführter Reparaturarbeiten, und bei der zweiten bei sowas wie fahrlässigen Tötung, oder? Korrekt. Für Variante 2 braucht es aber den entsprechenden Tatbeteiligten. Wer durch seine eigene Fahrlässigkeit wen auf dem Gewissen hat, reagiert doch erfahrungsgemäß anders. Erst steht er unter Schock. Dann setzt er Himmel und Hölle in Bewegung, um zu retten, was noch zu retten ist. Vor allem räumt er sofort ein, dass er was verkehrt gemacht hat. Wenn keine Absicht dahinter war, richtig. Sagt's mir, Kollegen, das Rumpeln da, hört's es nicht? Hört sich oben ein Karren, der gewaltig auf dem Holzweg ist. Ich hör bloß einen Kollegen, der wieder mal ziemlich karierter herritt. Nicht karierter wie die Idee, hinter einem leider fast alltäglichen Unfall gleich einen Mord zu sehen. Drauf läuft's doch raus, oder nicht? Mord per Stromfalle. Ich bitte euch. Ihr seid die Ermittler. Von Seiten der Spurensicherung kann ich bloß sagen, nach dem, was wir bisher an Spuren haben, sind theoretisch weder Unfall noch Fahrlässigkeit noch Mord auszuschließen. Bisher. Ist eigentlich nur ein anderer Ablauf denkbar? Durchaus. Theoretisch könnte ein Mr. X die Kabelbelegung so manipuliert haben, dass die Frau einen Schlag kriegt, sobald sie irgendein Metallteil anlangt. Dies allerdings müsste er danach sofort wieder rückgängig machen, damit es nicht aufkommt. Wofür es aber keinen Beweis gibt, oder? Drum habe ich ja auch gesagt, theoretisch. Gut, zum Sehen war, dass vor einiger Zeit an der Verkabelung gearbeitet worden ist, aber das sagt wenig bis gar nichts. Eben. Dazu kommt, dass weder von den Leuten auf dem Lohnerhof noch in der Nachbarschaft jemand gesehen worden ist, der nicht auf den Hof gehört. Bleiben also bloß noch übrig die alte Lohnerin selber, die auf die 80 zugeht und sich beschwert, dass sie im Stall nicht mehr gern gesehen ist, und der Mann unserer Toten, der Gottfried Lohner. Aber wenn der uns bloß vorgaukelt hat, dass er schwer krank ist, dann suche jedenfalls ich mir auf der Stelle einen anderen Beruf. Tu mir beten, Gottfried. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnaden. Du bist gebenedeit unter den Weibern. Und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes. Das trage ich doch bloß. Schöner Sack. Die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes. Die Obduktion bestätigt, Tod durch elektrischen Strom. Woraus sich jetzt die Frage ergibt, Unfall, fahrlässige Tötung oder Mord. Also, wie packen wir's an? Gibt es denn überhaupt Hinweise auf einen weiteren Tatbeteiligten? Die Schuhabdrücke am Tatort waren dem Opfer, dem Hausarzt und der alten Bayerin zuzuordnen. Fingerabdrücke sind Fehlanzeige. Freilich, die können abgewischt worden sein. Aber heutzutage hat man einfach auch im Stall Arbeitshandschuhe an. Was spricht jetzt dagegen? Die Frau hat einfach nicht aufgepasst, war mit dem Kopf gerade wer weiß wo und hat vergessen, den Hauptstrom abzuschalten. Vielleicht, weil ich mir schlecht vorstellen kann, dass ein erwachsener Mensch, der auch bloß ein bisschen ein Hirn in seinem Schädel hat, bei sowas so derartig nachlässig sein kann. Wie gefährlich Kraftstrom ist, das weißt du ja jetzt, Kind. Na gut, die Frau soll von Russland gewesen sein. Seid's mir nicht böse. Wenn der Russ in den Weltraum fliegen kann, wer da wohl gerade noch wissen, was ein elektrischer Strom ist?
Die Frau soll außerdem drüben Landwirtschaft studiert haben. Gehen wir also davon aus, dass sie bis drei hat zählen können. Was ich mich eher frage, ist, was sie überhaupt an der Sicherung verloren gehabt hat. Nein, sowas tust du normalerweise dann, wenn irgendein Kontakt gestört ist. Soweit ich es gesehen habe, ist die Installation nicht mehr die modernste. Gut möglich, dass da irgendeine Unterputzleitung korrodiert ist und in Kontakt mit einem Metallteil gekommen ist. Aber das müssen wir noch verifizieren und das braucht ein bisschen, weil wir da dafür extra die Wand aufmeißeln müssen. Und wenn das negativ ist? Dann wissen wir wenigstens das. Kollegen, ihr kennt euch doch da draußen aus. Stichwort Stromfalle. Wäre da überhaupt so ein Motiv denkbar? Du wohnst doch in der Nähe, Viertel. Ja. Also einen Bauern, in Lona Gottfried, den kennst du als Täter gleich einmal Streicher. Der hat's ja scheinbar nicht bloß geliebt, der hat's echt gemein. Und sonst? Keine Konflikte auf dem Hof? Mei. Wenn der Gottfried vor ein paar Jahren ausgerechnet mit der Ausländerin als Hochzeiterin dahergekommen ist, soll es ein paar Reibereien gegeben haben, muss sie aber dann gelegt haben. Also ja kein Motiv in der Familie. Höchstens, dass wir da vor ein paar Tagen einen Einsatz gehabt haben. Rudi Magnus, ihr wart's das, verzeiht's. Im Wirtsgarten vom Bruckbau hat es eine Schlägerei gegeben. Und zwar ist der Bruder vom Lohnerbauern auf dem Fremden losgegangen. Jetzt mache ich dich katholisch, soll er laut Zeugen geschrien haben. Was sagt er? Ist eine Drohung in Bayern. Eine ziemlich ernste. Der Mann hat sich allerdings gewehrt und hat er mit dem Kinnhaken außer Gefecht gesetzt. Und jetzt? Die Verbindung? Dass der Bruder rumblärt haben sollte. Der Fremde hätte bloß mit seiner Schwägerin. So, Kollegen. Keine Kritik jetzt, aber wieso kommt ihr damit erst jetzt daher? Weil der Lohner Berndi bei uns in Bruck dafür bekannt ist, dass er voll redet, wenn er tagelang ist. Außerdem hat der Fremde das abgestritten. Ja, wäre bloß ein Verwandter von ihr daheim, aus der Ukraine. Wir haben dann die Sache auf sich beruhen lassen. Der Bernhard Lohner hat einen Strafbefehl gekriegt, den Russen haben wir laufen lassen. Hat definitiv nicht angefangen. Ist der Mann noch greifbar? Ist unseres Wissens noch am gleichen Tag abgereist. Aber den Namen haben wir. Ugu Cengo Oleg. Okay. Oleg. Notiert. Kollegen, ich schlag vor, wir nützen die Zeit, bis wir alle Ergebnisse haben und schauen mal im Interpol oder übers BKA nach, ob es zu den Burschen eventuell einen Eintrag gibt. Und danach, würde ich sagen, hören wir uns den Schwager an. Alle d'accord? Viertel, was halten wir von der Geschichte? Du kennst die Leute draußen von der Stadt auch ein bisschen, oder? Mit dem Bauern, mit dem Gottfried, bin ich im Musikverein. Aber sonst kann ich mich bloß noch daran erinnern, wie sie seinerzeit die Nachbarschaft aus Mai zerrissen hat, dass er doch noch zum Heiraten gekommen ist. Wieso das? Ja, wie er langsam auf die 40 zugegangen ist und allweil noch ledig war, da haben sie die Nachbarn schon gefragt, wie es weitergehen soll. Die Lohnerleute sitzen seit ein paar hundert Jahren auf dem Hof. Das war tragisch, wenn sie den aufgeben müssen. Aber was halt Frauen anlangt, hat der Gottfried sie so schwer da. Der war extrem schüchtern. Und wo hat er es nachher gehabt, sei schön ja? Das muss gewesen sein, wie er mal ein paar Tage ins Krankenhaus hat müssen. Die war da Pflegerin. Die zwei sind gut miteinander ausgekommen. Nö, ich hab nichts Gegenteiliges gehört. Ich hab's ein paar Mal beim Einkauf getroffen, die Schenja. War eine freundliche Frau. Manchmal ist mir ein bisschen melancholisch vorgekommen. Die wird halt Heimweh gehabt haben. Und mit der Altbäuerin dürfte sie es nicht leicht gehabt haben. Ist da was dran, dass die Frau fremdgegangen ist? Das kann ich nicht glauben. Nein. Aber ja? Wir können schon reinschauen in die Leute. Damit das gleich einmal klargestellt ist. Ich bin am Abend davor um 6 aus der Arbeit. Hab noch bei meiner Mutter vorbeigeschaut, bin dann heim und hab mit meiner Frau gegessen. Noch ein bisschen ferngeschaut und bin dann ins Bett. Am Tag drauf bin ich früh raus und hab den ganzen Vormittag einen Geschäftstermin nach dem anderen gehabt. Und was das Elektrische angeht. Ich kann zwar eine Glühbirne wechseln, von allem anderen aber lasse ich die Finger. Bloß für den Fall, dass da wer auf Ideen kommt, ja? Danach hat zwar noch keiner gefragt. Haltet's mir bitte schön nicht für beschränkt, ja? Aber dem entnehmen wir, dass Sie davon überzeugt sind, dass es sich beim Tod Ihrer Schwägerin um keinen Arbeitsunfall gehandelt hat. Unfall? Dass ich nicht lach. Sie haben mehrmals öffentlich behauptet, dass Ihre Schwägerin, die Schenja Lohner,
ein außereheliches Verhältnis mit einem Auswärtigen gehabt hat. Wie kommen Sie da drauf? Dass die Mats dem Gottfried auf der Nase rumtanzt, habe ich mir schon von Anfang an gedacht. Und wie dann neulich, ganz frech, ein Russ in Bruck auftaucht, da haben bei mir sofort sämtliche Alarmglocken geläutet. Und dann haben sie eine Schlägerei vom Zaun gebrochen. Man hat sie informiert. Macht man gelegentlich, ja. Aber bin ich gleich auf ihn los. Erst einmal bin ich hier unauffällig nach der Mats der. Sie reden von der Verstorbenen, ja? Von wem sonst? Also, ich fahr ja nach. In Öding dann. Steigt's aus und geht in Bahnhofswirtschaft. Und was seh ich, wie ich durchs Fenster reinschau? Die zwei, sie und ihr Gspusi, den Russ, haben's wohl gar nicht mehr erwarten können, dass mein Bruder. Haben Sie mitgekriegt, was die geredet haben? Mir hat gelangt, was ich gesehen hab. Dass die zwei sie kannt haben, und zwar gut, war eh klar. Und wie sie sich dann verabschiedet haben, Umarmung, Busserl links, Busserl rechts, das ganze Programm. Okay, die Spioniererei mag nicht die feine Art von mir gewesen sein. Aber hättet ihr vielleicht geholfen, rauszufinden, dass die Noten... Wenn Sie sich bei Ihrer Ausdrucksweise ein bisschen einbremsen könnten, wäre Ihnen keiner bös. Herr Lohner. Bitte schön, keine Vorträge über Pietät, ja. Das Weib hat nichts anderes im Sinn gehabt, als wie meinen eigenen Bruder aufs Kreuz zu legen. Sie und der Ivan wollten sich Haus und Hof unter den Nagel reißen. Und das, wo der Gottfried eh gerade gesundheitlich zum Kämpfen hat. Da können Sie halt nicht durch, das singst du. Du, Rudi? Die mit der Klarinetten, war die nicht neulich auch auf dem Lohnerhof? Die Hedi, ja. Leute, jetzt steht's ja nicht so an. Da, Umleitung. Ja, Spichler, Grippo Eding. Grüß Gott, Wiesa, landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft, ich soll zurückrufen. Ah, ja, grüß einer. Ja, es geht um... Den Betrieb vom Herrn Lohner bei Bruck am Inn hat mir Kollegin gesagt. Hab schon gehört von dem Unfall. Katastrophe. Ich kann's einfach nicht glauben. Der Betrieb ist von uns im vorgeschriebenen Turnus überprüft worden, zuletzt erst vor gute 2 Monaten. Uns geht's um die Elektroinstallation. Ja, gut. Das war beim Lohner ein bisschen eine Schwachstelle. Kann mich erinnern, dass ich da einmal ein Provisorium beanstanden hab müssen. Eine Sicherung ist überbrückt worden. Die Arbeit war zwar soweit solid ausgeführt und hätte keine direkte Unfallgefahr bedeutet, aber ich habe dann doch darauf bestehen müssen, dass die Anlage umgehend modernisiert wird. So eine Überbrückung, ist das eigentlich was Kompliziertes? Woher? Ein kleiner Handgriff mit dem Schraubenzieher. Also jeder auf dem Lohnerhof wäre dazu im Stand? Schon. Der Bauer sowieso, auch seine Frau. Die braucht ihm dabei bloß einmal über die Schulter geschaut haben. Und die Altbäuerin? Die kann sich überall helfen. Wissen Sie, beim Lohner, das sind nur Leute vom alten Schlag, da repariert man sich sein Zeug noch selber schon deswegen, weil man sich's gar nicht leisten kann, dafür sein Geld zum Fenster rauszuschmeißen. Man muss halt bloß aufpassen, oder? Ja, aber da hab ich bei den Lohnerleuten nie Bedenken gehabt. Da gibt's keine Schlampereien. Also, mir ist die Geschichte ein Rätsel. Echt. Aber nochmal. Den Vorwurf, dass wir von der Berufsgenossenschaft da nicht ordentlich kontrolliert hätten, das muss ich ganz energisch... Ja, ja, danke schön erst einmal. Wieder, Herrn. Was machen wir? Auf zum Lohnerhof. Packen wir's. Super war's, Teddy. Ich hab gar nicht gewusst, dass du in der Stadtkapelle mitspielst. Du bist doch früher mehr so auf Jazzrock gestanden. Ist ja schon eine Zeit lang her, dass wir miteinander auf die Realschule gegangen sind, Rudi. Habt ihr nur einen Auftritt? Nein. Ich muss ja gleich weiter. Zur Arbeit. Beim Lohner. Schlimm, was passiert ist. Eine Katastrophe ist. Hast du die Frau gut gekannt? Ach, freilich. Und dass ausgerechnet die Schenja erwischen muss. Sie war doch die Einzige, die den Hof noch zusammengehalten hat. Keins weiß, wie es da jetzt weitergehen soll. Ist ja jetzt bloß nur die Alte da. Der Bauer selber ist ja krank. Was hat er denn? Krebs. So ein bisschen anschaut. Oder? Nix. Ein gesünder gelebt wie unser eins. Nie gesoffen. Und ein Backerl Tabak hat ihm ein halbes Jahr gereicht. Aber vor ungefähr 6 Monaten ist er zum ersten Mal umgefallen. Damals habe ich meinen ersten Einsatz bei ihm gehabt. Der Doktor hat ihn auch so geschimpft, weil er nicht eher Kinder ist. Aber so sind sie, die Leute vom Land. Gingen erst zum Doktor, wenn sie schon gestorben sind. Weißt du dann, was Ernsteres sein könnte?
Ich kenn's. 2-3 Monate gibt ihm der Doktor noch. Dann das jetzt mit der Schenja. Ich fürchte, es macht ihn endgültig fertig. Gott, die Schenja war fleißig und blitzgescheit dazu. Was wäre das für eine Chance gewesen für den Lohnerhof? Und was wird jetzt? Die alte Allor wird es nicht mehr schaffen. Der Bruder ist ein fauler Stingel, hat null Interesse und wird es wahrscheinlich eh verkaufen. Die Geier warten ja schon. Ist ein schöner Hof. Ich verstehe es allebei noch nicht. Wieso sowas hat passieren können? Ich habe doch selber oft an der Mähmaschine gearbeitet und nie hat es was gehabt, weder bei mir noch bei der alten Lohnerin. Die hat noch mitgearbeitet? Na freilich, du. Die mit ihrer 77, die werkt noch heute wie ein Mannswald. Ja, ist ein bisschen ein Arsch, ja? Nein, ist halt eine andere Generation. Man muss es nicht mehr wissen, dann geht's schon. Oh, schon habe ich 5. Ich muss weiter. Es gibt bloß noch ein paar Unklarheiten zum Unfallhergang. Wir halten ihn ja nicht lang auf. Na gut. Aber schickt's euch. Ich muss zum Gottfried rauf. Frau Lohner, nach allem, was man hört, sind ihr Sohn und seine Frau gut miteinander ausgekommen. Sie hat halt einen Bandel gehabt. Klingt jetzt ein bisschen, wie sage ich, distanziert. Wenn's meinst. Was umkehrt denn nicht so? Und das Bett gelegt habe ich mich nicht bei dir zwei. Aber zu was ist die Fragerei gut? Glaubt's, ist vielleicht, dass mein Gottfried. Ja, sag einmal, spinnt's es? Beruhigen Sie einer. Wir glauben erst einmal gar nichts. Aber Tatsache ist, dass Ihr Schwiegertochter an einem Stromschlag gestorben ist, was auf eine Manipulation an der Elektroinstallation zurückzuführen ist. Lass mir doch meinen Frieden. Keiner verdächtigt ein Burmlohnerin. Als wenn ich nicht schon genug gekommen hätte. Darum sagen Sie uns bloß noch, es scheint doch, dass euch eine Milchmaschine manchmal Mucken gemacht hat und dass man sich hier und da mit einem Provisorium geholfen hat. Kann eins schließlich nicht stundenlang warten, bis da einmal ein Elektriker kommt. Ist ja eine Qual fürs Viech. Wer hat diese Manipulationen jeweils vorgenommen? War meistens am Gottfried sei Sache. Frau Lohner, heißt meistens, dass auch Ihre Schwiegertochter hin und wieder an die Elektrik gegangen ist. Wenn der Bau einmal verhindert war, zum Beispiel. Kann sein, ja. Und Sie? Ich. Es war mit Jenny ein Stall noch reinlassen hätte. Aber was soll die Fragerei jetzt noch? Es macht's auch nicht mehr lebendig. Und ich muss jetzt rauf. Bloß noch eins, Frau Lohner. Ihr anderer Sohn, der Bernhard, beschuldigt einen Auswärtigen, ein Verhältnis mit ihrer Schwiegertochter gehabt zu haben. War da was dran, was meinen Sie? Man soll über einen Toten nimmer schlecht reden. Aber? Na gut, wenn Sie es genau wissen wollt, ganz traut habe ich ihr nie. War bloß ein allgemeiner Verdacht. Ich kenne die Welt. Mein Kollege meint, ob Sie Beweise dafür haben. Haben Sie mal was beobachtet oder sind wir bei einer Lüge erwischt? War es öfters einmal fort? Halbwegs wieder einmal. Bei einer Freundin. Der Gottfried. Der brave Lapp hat sie abgenommen. Gegen sein Schenja hätte ich was sagen dürfen. Der war mir so bess gewesen. Komm, Gottfried, musst doch was essen. Ich bring's nicht mehr rein. Du, schau her, ist nicht mehr heiß. Probier. Hätte ich bloß den Strom schon eher richten lassen. Ich bin schuld. Schön, ja. Du kannst doch nichts dafür, Gottfried. Es war ein Unglück. Kim, probier halt wenigstens. Lassen wir. Fang du schon mal mit dem Viech vor dir an. Er isst mir nichts mehr. Sollst in den Stall gehen. Wenn ich es richtig verstehe, hat die Installation beim Lohner also doch einwandfrei funktioniert. Jedenfalls hat es weder im Auf- noch im Unterputzbereich irgendeine Korrosion gegeben. Festgestellt haben wir lediglich, dass im Maschinenbereich selber vor einiger Zeit eine neue Verkabelung gemacht worden ist, bei der ein Klemmschaum ein wenig locker war. Wirklich, dass es ab einer bestimmten Frequenz immer wieder mal einen Wackler gegeben hat. Unsachgemäße Reparatur also? Naja, mir ist schon gröberer Pfusch untergekommen. Aber vom Fachleid. Was ist da mit Fingerabdrück? Die gibt's, aber die sind für den tödlichen Unfall nicht ursächlich.
denn, dann hätte es da schon früher einmal einen Toten geben müssen. Die Sicherung selber war übrigens ebenfalls funktionstüchtig. Einen Grund zum Überbrücken hätte es eigentlich nicht gegeben. So, wieso haben wir dann trotzdem eine Leiche? Das frage ich mich auch. Also, wir haben keine Fingerabdrücke. Weder am Sicherungskasten noch am Hauptschalter. Richtig. Nicht die Spur einer Spur. Richtig. Und wenn gerade das die Spur ist? Alles, was recht ist. Aber geht's nur ein bisschen komplizierter? Wenn es vorerst keine weiteren Fragen gibt, darf ich mich jetzt verabschieden. Ich muss ins Labor. Okay? Alles klar. Servus. Servus. Und was machen wir? Lass uns die Sache nochmal in Ruhe anschauen. Variante A. Ist ein Unfall. Die Frau ist im Stress, weil die Melkmaschine ausgefallen ist. Sie versucht, die Sicherung zu überbrücken, vergisst aber den Strom vorher abzuschalten. Bei B, fahrlässiger Tötung, hat sie ihn vorher abgestellt, aber jemand anders dreht versehentlich die Sicherung wieder rein. Was insofern nicht abwegig wäre, weil der Hauptsicherungskasten in einem anderen Raum ist. Und C? Dass jemand mit Absicht gemacht hat. Mord. Ja. Wie im Lehrbuch. Mama. Hättest du dir doch gesagt, dass das nicht dran gehen soll, ein Strom. Hättest das du doch gemacht. Sie hat sich doch nichts reinreden lassen. Weißt doch, wie es mich alle angefahren hat, wenn ich was gesagt hab. Bin ich heute nicht mehr rein in den Stall. Ja. Weil du aber alle gleich so harsch was sagen lassen. Hab's doch bloß gut gemeint mit dir. Nachdem wir die Geschichte jetzt von vorn und von hinten und von unten und oben und umgekehrt angeschaut haben, ist eigentlich bloß sicher, dass nichts sicher ist. Also ich habe ja den Verdacht, dass wir uns mit unserer Mordhypothese verrennen. Was haben wir denn schon in der Hand, außer der theoretischen Möglichkeit? Zum Beispiel, dass der Albein nur ein nicht ganz koscherer Russ oder Ukrainer umeinander geistert. Ich habe zwar bisher gemeint, dass ich bei der Kripo bin und nicht bei den Geisterjäger. Kannst mich mit deinen Sprüchen mal ausnahmsweise verschonen. Und lieber überlegen, ob der Bernhard Lohner nicht doch recht haben könnte mit seinem Verdacht. Dass der Okutschenko was mit der Xenia Lohner gehabt hat und sie deswegen umgebracht hat. Liebe und Logik. Ein Kapitel für sich. Mag schon sein. Trotzdem. Nimmer's nicht rum, aber wir haben uns da in was verbissen. Aber wenigstens ihre Telefonate kann man uns doch einmal vornehmen. Mach mal. Ich weiß genau, dass ich die Maschine... Du darfst dich nicht aufregen, hat der Doktor gesagt. Dauernd denke ich nach, Mama. Dauernd. Du bist nicht schuld, Gottfried. Ich weiß, dass es... Unglück war es, Gottfried. Es hat uns unser Herrgott geschickt. Wir müssen es tragen. Hilft doch nichts. Aha. Mehrere Anrufe aus dem Ausland. Erst Ukraine, dann Polen. Danach durchgehend Bundesgebiet. Bewegungsprofil nennt man sowas, oder? Und das letzte Telefonat, eine gute Woche vor ihrem Tod. Stimmt. Aber da? Da ist die Xenia Lohner, die Nummer von dem Okutschenko anruft. Genau einen Tag, bevor es zu der Schlägerei zwischen ihm und dem Bernhard Lohner gekommen ist. Könnte im Zusammenhang mit dem angeblichen Rendezvous im Oedinger Bahnhof stehen. Könnte. Was haben wir noch? Anrufe bei Arztpraxis, Berufsgenossenschaft. Und da? Mehrere Verbindungen nach Bruck. Der Anschluss ist auf eine Rodchenko Olja gemeldet. Die Freundin vielleicht, von der die Alte gesprochen hat. Entschuldigt's. Rodchenko, sagt sie? Sagt euch der Name was? Die Frau Rodchenko stammt aus der Ukraine, ist eigentlich studierte Übersetzerin, putzt aber bei uns im Altenheim. Nachdem neulich auf die Schnelle kein Dolmetscher auf dem Rhein war, haben wir bei ihr angefragt. Aha. Und jetzt fällt mir auch noch ein, dass ich damals den Eindruck gehabt habe, dass die zwei sich irgendwie gekannt haben. Der Russ und sie. Die Adresse habt's? Ja, ja, sicher. So, Kollegen. Jetzt, glaube ich, kann's fast auch noch interessant werden. Was meinst? Hab's immer schon gesagt. Ein internationales Komplott mitten im Bruck am Inn. Russenmafia. Rauschgift, Mädchenhandel. Ja, machen wir einen ganz anderen Verdacht, Kollege. Lass raten. Plutoniumschmuggel? Oder gleich post-sowjetische Weltverschwörung? Nein. Dass du besser beim Kabarett aufkommen warst.
Morgen, war was? Schützenfest ist vorbei. Brugge schon wieder im Dämmerschlaf. Zwei Radler ohne Rücklicht, eine Rauschkugel vorm Bugboy. Bronx pur heute, gell? Und zuletzt Party im Auwald. Ja, inklusive Grundsatzdiskussion darüber, dass die Polizei sich tagelang für irgendwelche vorsinnflutlichen Vereine einspallern lässt, die mit Blasmusik und Böllerkrach jedes Trommelfeld ruinieren, aber sofort schwer bewaffnet auf der Matte stehen, wenn im Auwald so ein Klampfentoni Country Roads anstimmt. War hart, hä? Na, haben wir gedacht, so ist er halt, ne, die hiesige Folklore. Magnus, du hältst jetzt sofort deinen fränkischen Schnabel, sonst werde ich doch noch zum Rassisten. Pferdl, ist die Kripo eigentlich weg? Ermittlung ist noch nicht abgeschlossen. Sag mal, gibt's noch einen Schluck Kaffee? Ich muss den neuen aufsetzen, aber Rudi, was fragst? Weil ich mir überlegt habe, ob ich Ihnen sagen soll, was ich von der Baumgartner hier gehört habe. Wir haben über die Geschichte beim Lohner geredet. Und sie sagt, dass es mit dem Bauern dahin geht. Und so wie ich das verstanden habe, muss die Diagnose schon mehrere Monate klar sein. Tom hat der sich schon ewig lang nicht mehr bei der Musikprobe singen lassen. Dann ist wohl bald gar mit dem Lohnerhof. Wenn wenigstens Jenny noch leben darf. Eben. Was eben? Und warum meinst du, dass das die Kripo interessieren darf? Moment. Polizeiinspektion Bruck am Innrab. Ah, Senta! Gut, geht schon. Und du? Bist wieder auf dem Damm? Bei uns soweit das Übliche. Ja. Okay, super. Wir freuen uns, gell? Berichte aus. Servus. Kollegen, ab morgen habt ihr nichts mehr zum Lachen. Zenta packt wieder mit an. Es war doch Unfall. Warum kriminal? So sind die Bestimmungen bei uns, Frau Rutschenko. Sie haben öfter mit der Frau Lohner telefoniert, richtig? Richtig, ja. Aber woher wissen? Sie waren befreundet. Ja. Jenny war von mir eine gute Freundin. Sie ist auch aus Luhansk. Dort, wir hatten uns nicht gekannt. Nur hier. Wir haben uns kennengelernt. Entschuldigung. So schlimm, das Tod. Geht's? Geht, Entschuldigung. Frau Rutschenko sagt Ihnen der Name Okutschenko Oleg, was? Okutschenko? Ja, oder so. Ist oft Name in Ukraine. Frau Rutschenko, das können wir Ihnen jetzt nicht ganz abnehmen, ja? Wir wissen, dass Sie vor gut eineinhalb Wochen auf der Polizeiinspektion für ihn übersetzt haben. Sie kennen ihn? Ja. Schon länger? Nein. Ich habe nicht gekannt diesen Mann zuvor. Aber an seiner Stimme, ich habe hören können, dass er kommt aus meiner Oblast, aus Luhanskaja Oblast. Der Herr Okutschenko hat sich als Tourist ausgegeben. Ja. Tourist. Gibt jetzt viele Touristen von Ukraine und Russland. Was uns dabei bloß wundert, ist, dass sich Touristen eher an bekannten Orten aufhalten. Berlin, München, Hofbräuhaus, Neuschwanstein und so. Aber nicht unbedingt in Bruck am Inn. Ist schöne Stadt. Frau Rutschenko, hat die Jenny Alona einmal angedeutet, warum der Okutschenko nach Bruck gekommen ist? War es ein Verwandter? Ein Cousin? Nicht verwandt. Aber kommen beide aus Luhanskaja Oblast. Er wollte also die Lona Jenny besuchen und deswegen ist er nach Bruck am Inn gekommen, richtig? Ja, glaube ich ja. Frau Rutschenko, da reden wir jetzt nicht lang drum rum. War er ihr Liebhaber? Jenny hat geliebt nur ihren Mann, Gottfried. Frau Rutschenko. Ich schwöre Ihnen, Herr Kommissar, sie war nicht eine schlechte Frau. Glaub mir das. Mei. Aber auch wenn sie nichts davon weiß, das muss noch lange nicht heißen, dass da nicht doch was war. Wenn ich nämlich zusammenfasse, was wir da bisher als durchaus belastbare Fakten haben, dann hat der Russ... Der Ukrainer. Wurscht. Dann hat er auf der Brucker Wach gelogen, wie er sich als Verwandter von der Jenny Alona ausgegeben hat. Damit ist er ja praktisch als Mörder überführt. Das nicht. Aber immerhin schaut's danach aus, dass er was wollt von ihr. Und sie nicht bloß mehrmals angerufen, sondern mindestens einmal getroffen hat. Und das kurz vor ihrem Tod. Okay. Du bist der Sachbearbeiter.
Was bleibt uns demnach? Die Hoffnung, dass der Okutschenko noch nicht über die Grenze ist. Fahndung. Es war kein Unfall, Mann. Du musst der Polizei sagen, dass kein Unfall war. Darfst dich nicht aufregen, Gottfried. Es muss mir anders am Strom im Moment da haben. Sagst du ja noch, gell? Ja. Kripo, Hörspieler. Richtig. Ja, ich bearbeite den Fall. Sehr gut. Und wo? Die polnischen Kollegen lernen sehr langsam. Okay, dann bereiten wir schon mal alles vor. D'accord, merci. Ciao. Sie haben ihn gerade erwischt. Morgen Mittag ist er da. Was machen wir dann mit der Beerdigung? Da wollten wir doch hingehen. Das sollen die Brucker Kollegen machen. Ich bin ja eh so gern Kriminaler. O Herr, gib ihr die ewige Ruhe. Lasse sie ruhen in Frieden. Lenitschka. Deine Bruder. Von wegen nichts miteinander gehabt. Lenitschka. Ja, aber sollte man nicht doch lieber... Gospodin Lenitschka. Ein Dolmetscher. Deine Bruder. Der Kondeitsch. Zene Pravda. Herr Okutschenko. Zene Pravda. Ich glaube, das hat jetzt erst einmal keinen Zweck. Wo ist denn der Gottfried? Der wird das nicht mehr packen, Manni. Jetzt ist bloß nur die Altlohnerin da. Die wird früher oder später verkaufen müssen. Jetzt wartet der Bernhard, der ist ja nicht danach. Der? Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gott, wohin? Jesus, der Doktor! Geht's bitte mehr auf Zeiten? Sie ist einfach umgefallen. Puls ist da. Gut. Bitte helfen Sie mir, dass wir die Frau da rüber tragen. Nimm du Pfirs, Rudi. Okay. Ja, Vorsicht. Gut. Und rüber zur Bank. Halten Sie mal Ihre Beine hoch. Hören Sie auf, uns was vorzumachen, ja? Weder waren Sie als Tourist in Deutschland, noch sind Sie ein Verwandter von der Genialona. Also, in was für einer Beziehung sind Sie zu ihr gestanden? Nicht Unfall. Sie haben ein Verhältnis mit ihr gehabt, stimmt's? War Bruder. Der Bruder hat ein Alibi. Schlecht, Mann. Sie ertöten. Was für einen Beweis haben Sie denn da dafür? Brauchst du nicht fragen. Okutschenko, warum haben Sie gelogen? Willst du Zhenishka grab? Это не правда. Это не правда. So kommen wir nicht weiter. Ich lasse jetzt einen Dolmetscher kommen, okay? Nein, Brüder, brauch nicht im Krankenhaus, nein. Also gut, aber auf Ihre Verantwortung, gell? Sagen Sie, wäre es möglich, dass Sie sie heimfahren? Klar. Willst du einen Wohn, Rudi? Wo wohnen Sie denn, Frau? Adresse? Aber Sie fix nur mal, die zwei haben doch was miteinander gehabt. Klar. Aber wenn er uns kein Theater vorgespielt hat, fragt sich da nicht erst recht, was er für ein Motiv gehabt haben soll. Schau gneit, Leid. Oder zu einem Kopf von so einem Ivan. Die zwei kommen aus der gleichen Gegend in der Ukraine. Lass sie ganz ordinär Schulden gehabt haben bei ihm, aber sie hat ihm einen Vogel gesagt. Danach hat's jetzt aber wirklich nicht ausgeschaut. Ah, geh. Ja, Hirschspiegler. Sagt's einmal, wo bleiben die Telefondaten? Das kann ja nicht ewig dauern. Jetzt legen Sie ihn erst einmal ein bisschen hin. Dankuja. Geht's? Geht. Ist mein Herz nur schwer geworden. Da, legen Sie noch die Decken drüber. Ruhen Sie ihn aus. Dankeschön.
war so liebe Frau. Ženička. Möchten Sie ein bisschen reden? Ja. Du, Rudi, ich glaub, du kannst fahren. Die Frau Rutschenko und ich, wir reden bloß noch ein bisschen miteinander, okay? Ich komm dann zu Hause über die paar Meter. Wenn's meinst. Darf doch nicht wahr sein. Laut Telefondaten war der Okutschenko an dem Tag, an dem die Frau gestorben ist, schon lange in Frankfurt. Aber nicht mein, sondern oder. Was sagt er denn nix, der Hirsch, der Russische? Mei. Was macht man? Na, was werden wir wohl machen? Er war nicht da. Kapierst? Oh, Boże mi. Als Женя und Oleg waren noch junge, sie waren Liebespaar. Oleg war Musiker, hat schon gesungen. Женя hat geliebt ihn, aber sie hatten dort nicht Arbeit, nicht Geld und nicht Zukunft. Waren arm wie Schuhmacher. Женя wollte, Oleg soll gehen mit ihr. Aber Oleg hat gezögert. Er hat gezögert? Ja, weil er hat geliebt, seine Familie und gute Freunde. Und war in Женя sicher. Habe ich sie getroffen einmal bei Freunden aus Ukraine und habe ihr gesagt, dass Arbeit bei uns im Krankenhaus ist gut. Nicht viel Geld, aber Zimmer. Und nicht zu schwer. Ist sie gekommen nach Bruck? 5 Jahre ist hier. Zuerst war für sie schwer. Leute oft nicht freundlich und Sprache nicht können und viel einsam und Heimweh. Und Oleg wenig schreiben und böse, warum sie nicht zurückkommen zu ihm. Dann Женя hat kennengelernt Gottfried im Krankenhaus. Ist freundlich gewesen, ein guter Mann. Und auch allein, wie Женя. Hat ihr gesagt, dass er sich in sie verliebt hat. Ja. War gut und lieb zu Женя, Gottfried. Und hat auch schöne Stimme für Singen gehabt. Schach, ich ist je bohne mir jetzt. Entschuldigung. Женя hat immer geliebt, wenn jemand hat schöne Stimme. Da. Nehmen wir uns mit Taschentücher. Danke. Und dann. Dann Gottfried hat gesagt, ob heiraten. Und Oleg war weg und böse. Und hat nicht mehr geschrieben lange Zeit. So, sie hat gesagt ja. Komm, machen wir den Abschlussbericht. Dann Deckel zu und finito. Aber irgendwas ist oberfaul an der Geschichte. Ich spür's. Ich schmick's. Du nicht? Doch. Aber was nutzt's? Ihr schafft Zeiten. Wir haben alle Tatbeteiligten durchleuchtet. Haben die Telefonate und die Korrespondenz des Opfers durchgeschaut. Haben wir vielleicht doch was übersehen? Letzter Versuch? Gut. Wir haben 2 Hypothesen. Unfall, eventuell noch mit fahrlässiger Tötung und Mord. Okay, dass der Gottfried Lohner unheilbar krank ist, muss der alten Bayerin und ihrem Sohn schon seit längerem klar gewesen sein. Wie Ihnen damit auch klar gewesen sein muss, dass die Женя Lohner in absehbarer Zeit die alleinige Besitzerin des Lohnerhofs worden wäre. Woraus folgt, dass sowas die eine oder andere Befürchtung auslöst. Besonders wenn auf einmal ein angeblicher Tourist auftaucht, mit der Женя Lohner mehrmals telefoniert und sich dann außerhalb von Bruck mit ihr trifft. Was für die Lohnerischen der letzte Beweis sein muss,
dass sie den Gottfried Lohner bloß geheiratet hat, weil sie als Krankenschwester schon vorher gewusst hat, dass er nicht mehr gesund ist. Und es bloß darauf abgesehen hat, den Hof zu kassieren. Und ihn mit ihrem ukrainischen Gspusi weiterzuführen. Oder ihn zu verkaufen und sich mit dem Geld daheim ein schönes Leben zu machen. Mit dem Ergebnis, dass die Alte vom Lohnerhof ausziehen hätte müssen. Und sie praktisch auf der Straße gestanden wäre. Gibt schönere Aussichten. Und schwächere Motive. Aber. Aber? Nix. Ich überleg bloß grad. Was wäre eigentlich, wenn diese Xenia es tatsächlich drauf angelegt hätte? Am Anfang, alles war gut. Obwohl Arbeit schwer und viel. Und Xenia, bissel, nicht schwach, aber zierlich. Zierlich? Fein. Ja, fein. Und die Mutter von Gottfried, immer die alte Frau, hat gesagt, Xenia arbeiten zu wenig. Und geschimpfen, dass sie hat keine Ahnung und schlampig. Aber Gottfried hat geholfen zu ihr. So kehrt es ja auch. Ja, mit Gottfried, Xenia war glücklich. Aber Ulrich, er hat nicht vergessen können sie. Und hat gefunden, was er hat falsch gemacht, was er so gewesen ist, dumm. Und dass er zu sicher war in ihrer Liebe für ihn. Hat verstanden, dass Liebe nicht nur braucht Rosen, sondern auch Brot. Hat er geändert sein Leben und sein Trinken und seinen Leichtsinn. Und hat gefunden, gute Arbeit und ein bisschen Geld hat. Und auch schon gekauft klein Haus für sich und Xenia. Und? Hat er geschrieben einen Brief zu Xenia vor ein paar Wochen, dass sie soll zurückkommen nach Luhansk. Oh weh. Dann Xenia hat ihm geschrieben, dass zu spät. Weil sie einen anderen geheiratet hat. Nein, hat sie nicht geschrieben ihm. Warum, weiß ich nicht. Weil vielleicht Oleg wäre verletzt, wenn andere Mann wissen sie. So wie vorkommen, ja. Und dann ist passiert. Oleg wollte überraschen und holen Xenia zurück. Hat gefunden ihre Adresse, ist gekommen nach Bruck. Haben sie sich getroffen im Bahnhof? Ist ihr Herz gebrochen fast, weil früher große Liebe war. Aber hat gesagt ihm, dass jetzt vorbei und dass sie liebt Gottfried und er sie braucht, weil sie krank geworden. Hat er geweint und sie auch hat geweint und ach, ist er wieder gefahren nach Luhansk. Aber sie nicht sagen, bitte, versprechen niemand. Versprochen. Okay, weiter. Das Motiv war da. Ob jetzt eingebildet oder nicht. Bräuchte bloß nur den oder die Täter. Was hält man da im Katalog jetzt, wo der Okutschenko draußen ist? Den Bauern. Weil man ihm erzählt hat, dass ihm seine Frau fremd geht. Der aber seit Wochen nicht mehr aus dem Bett kommt. Die alte Bäuerin, die Angst hat, dass von Haus und Hof verjagt wird. Die aber behauptet, von ihrer Schwiegertochter schon vor längerem aus dem Stall rausbissen worden zu sein. Und den Bernhard Lohner, der nebenbei nach dem Tod von seinem Bruder in der Erbfolge wieder ganz vorn stehen wird. Der aber ein Alibi hat. Hab's extra nochmal überprüft. Und wenn der Schwerkranke doch noch so viel Kraft gehabt hat, sich aus dem Bett zu schleppen und den Strom anzustellen? Oder die Alte unseren Bären aufbunden hat, sie doch im Stall gewesen ist, gewartet hat, bis die Xenia Lohner an den Strom geht und unbemerkt die Sicherung reindreht. Und das Ganze, wo die drei Lohnerleit ausdüftelt worden ist, damit der Hof nicht in fremde Hände kommt. Theoretisch doch möglich, oder? Aber auch wenn's so wäre, das Problem ist doch, dass wir für nix einen Beweis haben. Null. Nothing. Niente. Drum, Schluss jetzt. Wir schreiben uns einen Abschlussbericht, dann gehen wir rüber zu Mario und schwärmen's obi. Ich zahle. Aber es ist was faul. Keine Frage. Sogar oberfaul. Ich bin mir fast hundertprozentig sicher, dass die alte Lohnerin was damit zum Tor hat.
kenne den Schlag. Herzensgut, fromm, arbeiten bis zum Umfallen, aber gnadenlos, wenn's um Sache geht. Sag, ich mein, du und ich. Wir sind doch nicht erst seit gestern bei der Kripo. Liegen wir so komplett daneben? Nein. Aber was nützt's uns? Okay. Es war ein Unfall. Ich kann euch nicht mehr viel Hoffnung machen. Lohnerin, macht's euch gefasst. Ja. Ich habe ihm noch ein Schmerzmittel gegeben. Dank dir. Bin ja da, Bub. Bin ja da. Das bist du nicht. Dann werde ich mich jetzt verabschieden. Ihr könnt mich jederzeit anrufen, gell? Behüt euch Gott, Lohnerin. Vergeht's Gott, Doktor. Für dich. Bin ja da. Jenja. Willkommen. Hast du uns das noch antun müssen? Dass du uns zur Russen nur daherbringst. Was ist mir anders blieben? Schenja von Robert Hültner mit Thomas Birnstiel, Christiane Blumhoff, Andreas Borcherding, Florian Fischer, Winfried Frey, Arthur Galleandin, Robert Giggenbach, Michael A. Grimm, Vovo Habdank, Beate Himmelstoß, Brigitte Hobmeier, Jana Kalantay, Erjan Karajaile, Florian Karlheim, Tom Kress, Markus Langer, Barbara Maria Messner, Stefanie Ramp, Susanne Schröder und Lukas Turtur. Ton und Technik: Josuel Teegarten, Susanne Herzig. Regieassistenz: Stefanie Ramp. Dramaturgie: Katharina Agathos. Komposition: Zeitblom. Regie: Ulrich Lampen. Produktion: Bayerischer Rundfunk 2015 für den ARD-Radio-Tatort.